Ich hatte jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, 2 Bewerbungen rausgeschickt für FSJ. Und da stellt sich bei mir jetzt natürlich die Frage, weil ich die FSJs an sich total gerne machen würde, ob das überhaupt geht. Also ich würde bei beiden viel mit Menschen zusammenarbeiten. Also ich habe mich bei 2 Radiosendern beworben. Und ich weiß halt nicht, also weil das wissen die auch, glaube ich, selber nicht, wie es weitergeht. Deswegen hoffe ich da zum Beispiel, ja, dass sich die Situation bis dahin beruhigt hat, dass ich dieses FSJ machen kann. Das wär zum Beispiel ganz gut. Ja, moin, heute ist wieder Freitag und wir wollen heute unsere Fridays for Future Aktion von letzter Woche wiederholen. Da hatten wir ja ein bisschen Stress mit dem Ordnungsamt. Wir können sie leider heute nicht so machen, wie wir es letzten Freitag geplant hatten, weil heute Regen angesagt ist. Wir hatten ja so ganz viele Schilder, die wir auf den Boden gelegt hatten und ja, wenn es jetzt dann gleich regnet, dann würden die halt aufweichen und so. Das wäre ein bisschen schade. Naja, aber wir ziehen es trotzdem durch. Die offizielle Erlaubnis vom Ordnungsamt haben wir jetzt. Also kann niemand was sagen. Genau, und die Auflagen haben wir jetzt auch alle soweit vorbereitet. Wobei wir die eigentlich fast so auch beim letzten Mal hatten. Naja, aber so ist es. Und ich packe jetzt noch schnell die Sachen dafür. Ja, also ich fand, es hat ganz gut geklappt alles. Wir konnten ja leider unsere Schilder nicht mitnehmen wegen der schlechten Wettervorhersage. Jetzt hat es doch nicht geregnet. Toll. Ja, ansonsten, wir haben ziemlich gut durchgehalten, würde ich sagen, 2 Stunden. Ja. Was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist, wir kriegen hier eine richtig krasse Vorsichtsmaßnahmen. Ne? Auflagen, Deswegen ja. hier, wir müssen das alles einkreisen, so Schilder machen, bitte Abstand halten, genug Desinfektionsgel mitnehmen. Und da stehen 6 Polizisten auf einem Pulk, alle ohne Maske, alle nah aneinander. Ja, oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja, tatsächlich findet jetzt irgendwie plötzlich alles auf einmal wieder ganz viel statt. Stimmt, ja. Ich war die letzte Woche fast jeden Tag unterwegs. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt, wo das langsam wieder so ein bisschen aufbricht, Geht alles auf einmal. geht's alles auf einmal, weil alle wollen jetzt wieder direkt was machen. So. Es ist total komisch, weil je mehr Zeit vergeht, desto mehr habe ich einfach diesen Drang, diese Regeln einfach zu durchbrechen oder einfach zu meinen Freunden zu gehen und die einfach zu umarmen, weil ich irgendwie merke, okay, es fehlt einfach etwas, was total essentiell eigentlich für mich war oder ich glaube für viele auch ist. Und keine Ahnung, gleichzeitig, wenn man realistisch ist, weiß ich auch, dass das nicht also von einem Tag auf anderen dann wieder so die heile Welt sein würde. Also das werden noch, glaube ich, sehr, sehr anstrengende Monate. Ich weiß nicht, so komisch das auch klingt, manchmal sitze ich einfach nur da und stelle mir das einfach vor. Oder zum Beispiel, wenn wir auch irgendwie zusammen, wenn ich zusammen mit meinen Freunden skype, dann reden wir viel darüber, wie es dann so sein wird. Zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass viele Freunde von uns in den letzten Wochen Geburtstag hatten und 18 geworden sind. Und jetzt auch noch in den nächsten Tagen Leute ja, halt 18 werden und ihren Geburtstag eigentlich feiern wollten. Und dann redet man halt darüber, wie es dann sein wird. Und dann ist jetzt zum Beispiel so eine Vorstellung von uns ist dann, dass wir dann alle Geburtstage jetzt also im Dezember dann feiern.
wenn man dann hoffentlich sich dann wieder treffen kann, also in einer großen Gruppe. Und diese Vorstellung allein, die helfen mir dann irgendwie schon. Ja, also so kitschig das auch klingt, gebt die Hoffnung nicht auf. Also verliert euch darin nicht, dass es wird eine bessere Zeit kommen und keine Ahnung. Ansonsten kann man, ich glaube, man selber kann auch gerade nichts sagen, was wirklich dann jetzt irgendwie so ein Geheimrezept wäre, sodass es dann allen irgendwie besser geht. Weil ich glaube, jedem geht es irgendwie gerade beschissen in irgendeiner Hinsicht. Und die wenigsten, die, keine Ahnung, finden das super. Und deswegen, ja, setzt den Kopf nicht in den Sand zu. Nächsten Freitag wieder, ne? Ja. Corona-Check drauf.